Nur zur Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Ja, ja, ich mach schon. Dienstakte. Weitermachen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. Ich wurde hier gerade manipuliert. Manipuliert? Du hast mir die Maus entrissen. Ja, ich hab nein. Mit einer Handaxt bewusstlos geschlagen, die Maus geklaut. Also Nachschubinterface benutzen. Theatervorräte. Geschäft öffnen, nichts. Kassa Fabrications. Oh. Das ist aber alles verdammt teuer. Sturmmagazin Upgrade brauchen wir, weil uns jetzt meistens ja der ganze Spaß. Erhöht Waffenstabilität um 30%. Sturmgewehrmagazin-Upgrade erhöht die Projektile pro Magazin um 40%. Ja, das heißt meistens uns... Nee, wir können... Doch, wir holen uns beides, weil wir haben eh noch zwei Plätze frei. Wir haben noch genug. Warte mal, da gab's noch ein Modell. Oh, Allianz Kodiak Modell. Oh, nehmen wir uns mit. Ist doch ganz nett für die Kapitänskabine. Dann Spectre-Ausrüstung ist genau das gleiche, nur noch teurer. So, anscheinend ist es, wenn du es auf der Normandy kaufst, teurer. Ja, aber dann musst du erstmal die Geschäfte im Dings finden, auf der Citadel oder so, weil das ist ja die sind ja total verstreut. So, was haben wir denn jetzt hier? Waffen-Upgrades. Wir können hier gleich für unsere Sturmgewehre Waffen-Upgrades kaufen. Das heißt, verbessert Waffenschaden, Munitionskapazität und Gewicht. Da wir sowieso nur mit Sturmgewehr kämpfen, mehr oder weniger, dann würde ich sagen, kaufen wir uns das einfach mal. Ja. Also wir gehen jetzt anscheinend voll aufs Sturmgewehr. Zumindest für die Vindicator jetzt erstmal, aber jetzt eigentlich schon zu teuer, weil wir kaufen uns ja demnächst sowieso wieder ein neues, nehme ich jetzt mal an. Und reden wir jetzt erstmal hier noch mit James und dann... Was für ein Poser. Hey, Shepard. Wie lief's mit dem Rad? Wie immer. Unverbindlich, nicht hilfsbereit. Aber ich wette, Sie sollten trotzdem was für Sie tun, richtig? Ja, wir retten einen turianischen Primarchen von Pelavin. Wird sicher lustig. Ich war noch nie auf der Heimatwelt der Turianer. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Dachte ich, sag mal hallo. Ich brauch keinen Grund. Ja, sowas. Ich wollte nur plaudern. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und... Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Ich bin dabei. Achten Sie auf Ihren Tonsoldat. Klar, eine kleine Prügelei kann nicht schaden, oder? Was ist denn das für ein Vollassi? Naja, das ist... Ich werd's schon hinkriegen. Ja. Na dann, auf geht's. Okay, Loco. Tanzen wir. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder sie... Oder unsere Infos über die Kollektoren. Mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten sie nicht. Sie trifft keine Schuld, Vega. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? War geraten. Auch noch Seelenklempner? Nein.
Aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass sie noch leben. Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben? Oder vielleicht... bin ich einfach nur bereit, alles zu tun, um diesen beschissenen Krieg zu beenden. Hoch. Es ist schön, dass du... Ach, zu spät reagiert. Aber wenn sie sich oder mein Schiff ohne Not opfern, ist das nicht akzeptabel. Normalerweise ist es aber sinnvoller, eigentlich ihn ausreden zu lassen, es dann zu machen. Danke für die Motivation. Weil sonst hat er ja gar keine Motivation, es eigentlich zu machen. Ja, das ist natürlich ein guter Grund. Danke. Ausrede! Nein, im Ernst, das ist absichtlich schon so. Ausrede. Loco, das gefällt mir. Es heißt Commander. Loco heißt verrückt, meines Wissens. Egal. Loco, Können mir auch was Schlimmeres einfallen lassen. Solange Sie wissen, wer das Sagen hat, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Das vergesse ich nicht. Dieser Hund im Hintergrund. Unglaublich. Was soll denn das? Müssen wir den nicht irgendwo abgeben jetzt? Nein, in der Nachricht stand, wir sollen auf ihn aufpassen. Also ich bin dafür, wir gehen jetzt erstmal zur Kapitänskabine und gucken dann mal, was hier noch... Hier waren wir ja eigentlich noch gar nicht so... Also wir haben hier erstmal die ganzen Modelle, die wir natürlich jetzt eingesammelt haben, hier auf der Normandy. Haben wir noch ein Klo? Nein. Ah doch. Doch. Tatsächlich. Oh, Toilette. Nein, ich werde das jetzt nicht tun. Rein aus Prinzip. Komm schon. Nein, nicht in einem Let's Play. Ach. Oh. Hier können wir natürlich noch Fische kaufen. Was haben wir denn hier jetzt? Panzerungsspind auch klar. Dann machen wir mal die Musik an. Nett. So, dann glaube ich, wir sollten mal zur Galaxiekarte gehen, weil wir haben jetzt hier, glaube ich, alles erledigt, so wie es aussieht. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir natürlich erstmal eine kleine Pause. Das war jetzt ein kleines Let's Talk eigentlich mehr oder weniger. Hier war halt nicht so die Action, es war jetzt die Rollenspielkomponente. Ja, es gehört aber beim Mass Effect dazu. Versprochen, in den nächsten Folgen geht es auf jeden Fall mal etwas actionreicher weiter. Wir machen jetzt richtig derbe aufs Maul. Richtig, weil wir machen ja jetzt natürlich jetzt eine Mission nach der anderen, nachdem wir jetzt hier die ganzen Gespräche abgehakt haben. Und also es würde uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und die nächsten Folgen werden euch hoffentlich genauso viel Spaß machen wie die jetzt auch, wenn sie euch Spaß gemacht haben. Aber ja, bis zum nächsten Mal, euer Fennec. Und The Lens um 15. Ciao.